Darf ich bitten, nach oben zu kommen, Ivo Sasek. Danke vielmals. Hallo. Wow, ihr seid alle hier. Ich grüße auch alle zu Hause dort, in den anderen Versammlungshallen. Wunderbar, dass ihr alle gekommen seid, euch immer wieder mit reingebt in dieses großartige Geschehen. Auch meinerseits die Referenten, wir haben uns schon vorher kennengelernt, kurz begrüßt. Man sieht sich hier oft zum ersten und fast zum letzten Mal teilweise. Sind neue Referenten, wunderbare Referenten hier. Ich glaube, es gibt einen ganz, ganz fantastischen Tag. Allen ganz herzlichen Dank von meiner Seite, all die Hunderte von Technikern und wer immer sich damit eingebracht hat. Wir freuen uns sehr, dass es gelingen darf, dass wir jetzt starten dürfen mit der 16. AZK. Ja. Mir liegt es immer wieder am Herzen, die Grundlage jeder AZK zu legen mit der Fokussierung, warum braucht es eine AZK? Das ist nicht immer ganz für alle selbstverständlich, aber ich gehe wieder durch mit ein bisschen Updates über dem, was so am Geschehen ist, damit uns immer wieder klar wird, das sind dringend notwendige Versammlungen, die wir hier haben und Konferenzen. Also warum braucht es eine AZK? Ich sage mal zuerst vorweg, es braucht eine AZK aus dem gleichen Grund, warum es KlarTV braucht, warum es die S&G braucht, warum es die freien Medien schlechthin braucht. Wir reden ja nicht mehr gern von alternativen Medien, denn diese Medien, die wir jetzt kennen, da gibt es keine Alternative. Es braucht neue Medien, freie Medien, nicht abermals irgendwelche solche Medien, wie wir hatten. Ja? Und es braucht diese freien Medien, es braucht diese AZK, weil die Völker in einer Informationsmatrix, ich nenne es mal so, weil die Völker buchstäblich in einer Informationsmatrix gefangen sind und dies von skrupellosen Mächten. Diese Mächte beherrschen die Völker. Und Informationsmatrix, man könnte sie auch eine Zensurmatrix oder eine Zensurmaschine nennen. Es sind Mächte, die darauf bedacht sind, nur ihre grundeigensten Ideen und Ideologien bis hin zu ihrer Religion durchzusetzen. Es sind Mächte, es sind Globalisten, es sind Mächte, die nach Weltherrschaft gelüsten. Und wenn wir solche Sätze sagen, da höre ich natürlich schon wieder allerlei Sektenexperten aufschreien, wie sie von Verschwörungstheorien dann babbeln und so. Aber wir wissen sehr wohl und sehr genau, wovon wir sprechen. Es ist ganz genau so, wie ich sage, Zensurmächte sind Globalisten, Weltherrschaftslüstlinge, die alles nur gelten lassen, was politisch korrekt ist, das heißt, was mit ihrer globalistischen Neuweltordnung übereinstimmt. Das ist ein Programm, das existiert seit langer Zeit. Und wer bewusst oder unbewusst gegen dieses Programm, gegen dieses angedachte System verstößt, sich dagegen benimmt, der kommt ins Kreuzfeuer dieser Mächte. Da sind wir an vorderster Front Zeugen davon. Weiter eben diese Mächte, ich möchte sie einfach ein bisschen skizzieren, ohne jetzt in die Details zu gehen, dazu sind ja auch immer wieder unsere Referenten oder auch schon die gehabten Referate zuständig. Aber diese Mächte, die hier diese Informationsmatrix stellen. Sie sind buchstäblich machtbesessen. Man könnte sagen, finanzbesessen. Das sind die zwei Hauptkomponenten. Macht und Habgier, Geldgier. Das sind die zwei Motoren, die diese Menschen antreiben. Sie beherrschen die Völker, sie manipulieren die Völker, sie missbrauchen das gesamte Finanzsystem. Sie haben nicht mehr vor Augen, dass es unsere Gelder sind. Sie machen damit, was sie wollen. Sie stürzen die Völker in Schulden. Und das geschieht alles, ohne dass die Medien das aufdecken, ohne dass das uns klar gemacht wird von allen Seiten. Im Gegenteil, wer davon spricht, wird zensiert, kommt unter diese Zensurmatrix, wenn man so will. Diese Mächte steuern auch Kriege.
Diese Mächte verdienen sich dumm und dämlich an Kriegen. Diese Mächte beliefern Freund und Feind oder beide Seiten der Feinde mit ihren Waffen, sind Billionengeschäfte ohne Ende. Das sind die Mächte, die die Oberhoheit gleichzeitig über unsere Systemmedien haben, die die ganzen Mainstream-Medien kontrollieren, ob uns das bewusst ist oder nicht, ob uns das passt oder nicht. Und ich sage es mal so, ob das unseren Sektenexperten passt oder nicht, so ist es. Habt ihr das gut begriffen? So ist es. Und Fakt ist, dass diese Menschen die ganzen Völker unter Zensur verschließen, um ihrer persönlichen Gewinnmaximierung willen jedes Volk opfern, jedes Volkswohl vorangehend opfern. Einfach alles, was uns gehört, da kennen die keine Grenzen. Und sie betreiben, wie gesagt, Machtmissbrauch, sie besitzen Macht und sie missbrauchen diese Macht. Sie sind überall drin, sie sind in der Wirtschaft drin, in der Religion, sie sind in der Politik drin, sie sind im Militär drin. Nenne, was du willst, sie hocken da überall mit drin. Und das Tragische ist, allermeist verbreiten sie sich über die Medien. Und Medien, ich sage mal, lügen und täuschen, nicht nur der Medien, sondern dieser Mächte, die dahinter stehen, die das Ganze anführen, lügen und täuschen gehört bei ihrem, zu ihrem Geschäft, wie der Hammer zum Amboss gehört. Das ist untrennbar. Lügen und Täuschen ist für sie das Normalste auf der Welt. Das gehört zu ihrem Denken. Sie sagen sich, anders geht es nicht. Wir müssen die Leute belügen und denken, sie machen das gut, weil wir das, die Wahrheit nicht vertragen können. Doch hier sind wir anderer Meinung und darum werden wir hier über Wahrheiten so nahe wie möglich versuchen, ranzukommen. Ich verspreche allerdings mit keiner AZK, auch mit keiner Klar-TV-Sendung, dass wir nur die Wahrheit hier hören. So wird das jetzt zwar gerade wieder in der neuesten Medienschlacht dargestellt, aber wir haben noch nie behauptet, dass wir die alleinige Wahrheit besitzen. Wir behaupten aber, wir sind darum bemüht, so nahe wie möglich an die Wirklichkeit, an die Wahrheit heranzukommen. Und allem voran, wir versprechen nicht unbedingt die Wahrheit, aber sicher die Gegenstimme, sicher die alternativen Darstellungen zu dem, was wir die ganze Zeit über den Mainstream zu hören bekommen. Um jetzt das zu beweisen, wenn jemand sagt, ja, Sasek, beweis mir das mal, was du hier gerade so sagst, dass die Völker von einer Informationsmatrix, von solchen Mächten gefangen sind, dann kann ich nur darauf hinweisen, was wir zum Beispiel schon in den vorangegangenen 15 AZK-Veranstaltungen preisgegeben haben. Da wurde es doch des Langen und Breiten in allen möglichen Themen erklärt. Wir hatten, also heute denke ich, überschreiten wir die Linie von 70 Referenten. Wir haben jetzt über 70 Referenten, denke ich, mittlerweile bei der AZK gehört. Sie alle haben uns das doch bewiesen, nicht wahr? Und darüber hinaus haben wir als Klar-TV, so beweisen wir das, wenn jemand sagt, kannst du das beweisen, das sind doch nur Verschwörungstheorien, sagen wir nein. Wir haben es allein seit 2012 mit Klagemauer TV, kurz Klar-TV, in über 9600 Sendungen bewiesen. Wir haben mit Zehntausenden Quellenangaben Fakten geliefert, obgleich jetzt die Medien herumschreien, das würde alles nur irgendwie so behauptet, aus dem Gefühl, aus dem Bauch raus. Nein, das waren alles belegte Fakten, wo man sich reinklicken kann und sich vergewissern kann, ist das so oder ist das nicht so. Also, dass es so ist, beweisen Tausende allein unserer Sendungen. Darüber hinaus, ihr wisst, wie viele freie Medien es mittlerweile gibt im Internet. Es sind hunderte Sender, die die gleichen Themen oder wieder ergänzende Themen beweisen, dass diese Informationsmatrix existiert. Darüber hinaus haben wir unsere Medienschlachten, die das beweisen. Ich habe verschiedenste Medienschlachten allein in diesem Jahr geführt. Hier haben wir ein paar so Erinnerungsstücke dran. Für diejenigen, die das nicht gesehen haben, kein Internet haben, vielleicht kannst du mal bei einem Nachbarn oder was diese Sendungen anschauen. Da seht ihr einmal, wie wir die verschiedenen Medien ihnen gegenübertreten und ihnen ihre Lügen ins Gesicht sagen, ihre Lügen aufdecken, sie eins zu eins beim Lügen und Täuschen ertappen und überführen
und das dann an die Öffentlichkeit bringen. Also wir reden nicht von Theorien, wir reden nicht von irgendwelchen mystischen Fantasien, sondern das sind harte, knallharte Fakten, die wir hier liefern. Wir haben auch eine kleine Beobachtungsreise gemacht mit KlarTV. Wer es mitverfolgt hat, mag sich erinnern. Wir haben von Anfang an gesagt, was jetzt geschieht, als diese Medienschlacht war. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Jedenfalls haben wir die Zuschauerschaft über Monate mitgenommen, haben vorweg gesagt, was sich ereignen wird. Und wir haben das bewiesen mit Sendung um Sendung und haben gezeigt, du kannst, wenn Medien gelogen haben, kannst du sie der Lüge überführen. Du kannst ihnen Gegendarstellungen schicken, so viele wie du willst, so genau, so lang wie du willst. Sie werden es nicht veröffentlichen oder dann nur in einem völlig verdrehten Zusammenhang. Und so sind wir auf diese Reise gegangen bis hin zum Presserat und haben bewiesen, dass die Medien bis hin zu Presseräten einfach unter einer Decke stecken, dass allesamt Interessen befangen sind und das Ganze, diese Matrix stellen, von der wir hier gerade so reden. Auch da haben wir es bewiesen bis zum letzten Punkt, bis wir sagen konnten, seht ihr, jetzt ist das eingetroffen, was wir vorangesagt haben. Und all das machen wir, das erwähne ich auch an dieser AZK wieder, machen wir, um der Staatsanwaltschaft Aufträge zuzuleiten, damit die Staatsanwaltschaft dagegen etwas unternimmt. Es ist nämlich nicht unser Ding, hier für Ordnung zu schauen, dafür gibt es Sicherheitskräfte, da müssen wir nicht den Aufstand vom Zaun reißen. Das ist Sache der Justiz, der Restjustiz, wie wir sie nennen. Es ist die Aufgabe des Staates, das zu tun. Aber seht ihr, erstaunlich ist doch, jetzt reden wir hier von fast 10.000 beweislastigen Sendungen, die unglaublichste Verbrechen auf allen Ebenen bloßlegen. Und nichts bewegt sich. Keine Staatsanwaltschaft bewegt sich bei all diesen Bezeugungen, bei all diesen Quellangaben und so weiter. Doch wenn der Ivo Sasek in einer Versammlung nur schon erwähnt, vielen Dank, nur schon die leise Erwähnung macht, dass gewisse Protokolle umgesetzt werden. Ich nenne keine Namen, ich hetze nicht auf, ich mache nichts. Ich erwähne das nur. Dann diskutieren die vor laufender Kamera darüber, ob man den Sasek jetzt nicht in Staatsanwaltschaft auf den Kopf setzt, oder? Ein Professor, eine Professorin diskutiert im ORF diese Tage und sagt, ja, das könnte die Staatsanwaltschaft interessieren. Was für haarsträubende Gegensätze, nicht wahr? Und wir sagen, Staatsanwaltschaft, hier habt ihr Arbeit. Das gilt es einmal zu untersuchen, von den Dingen, von denen wir hier gerade so reden. Wo bleibt die Restjustiz? Also diese Machthaber, um es bis hier einmal zusammenzufassen, diese erwähnten Machthaber zielen letztlich auf die Totalzensur aller freien Massenmedien ab, aller frei schaffenden Medien. Sie zielen aber noch vorgängig ab auf Spaltung, auf Vernichtung, Entmachtung dieser freien Medien. Wie das jetzt neu wieder angekurbelt wird, hat Heiko Schrang auf Schrang-TV und auch über KlarTV nochmal klargestellt. Also Heiko Schrang hat auch auf KlarTV kurze Sendung gemacht, hier ist sie eingeblendet, für die es sehen wollen. Die Bundesregierung in Deutschland plant einen Medienstaatsvertrag, den sie möglich auf Ende 2018 durchdrücken will. Hier hast du die Zensurmaschine. Inhalt dieses neuen Medienstaatsvertrages ist die Frage, wer alles ist eigentlich Rundfunkanbieter? Es soll neu definiert werden und die neue Definition sieht so aus, dass alle, die regelmäßig über 5.000 Leute erreichen, mit journalistischen oder redaktionellen Inhalten, die gelten dann als lizenzpflichtig. Das heißt, der Staat muss ihnen eine Lizenz gewähren, sonst machen sie den Sender zu. Seht ihr das? Das ist es. Das ist der Tod, das Aus für sämtliche deutschen freien Medien, wenn das durchkommt. Aber davon reden wir. Und da seht ihr mal, wie wirkungsvoll diese Sender alle sind oder waren bisher, auch wir. Sicherer Tod aller freien Medien in Deutschland. Die Schweiz ist hier im Moment noch ausgenommen davon. Wir sind halt immer noch das kleine Gallien, um es mal mit Asterix und Obelix zu sagen. Das kleine Gallien im Römischen Reich.
Wir leisten hier immer noch unseren eigenen Widerstand, weil wir noch unsere eigenen Gesetze haben, sind aber auch stark unterwandert mit diesen schleichenden EU-Verträgen, die uns unter fremdes Recht zwingen wollen. Also auch wir kämpfen hier um unsere Existenz. Mir gegenüber, ich bin Schweizer, mich können Sie mit dem nicht aushebeln, darum bemühen Sie sich die Medien gesamthaft um mich persönlich, um Ivo Sasek, sage ich jetzt mal. Ich hatte dieses Jahr wahrscheinlich sämtliche großen Medien am Hals, haben Medienschlachten auf allen Ebenen gekämpft, die jüngste, gerade jetzt eben mit ORF 2, gab es eine fast stündige Sendung über mich, natürlich gegen mich, in einer Weise der Verunglimpfung, wenn Sie es nicht mit Gesetzen machen können, versuchen Sie es mit Verunglimpfung, mit haarsträubenden Verdrehungen, Unterlassungen, Zusammenhänge vertauschen, wie Sie das meisterhaft können. Und ich bin ja doch nicht harmlos für Sie als Gründer der AZK oder auch KlarTV, S&G und OCG. Jetzt die jüngste Schlacht ging ganz stark gegen OCG und dann dachte ich, jetzt habe ich jahrelang keine Schlacht mehr gehabt gegen OCG. Warum eigentlich plötzlich gegen OCG? Und zwar die größte Schlacht, die wir je hatten. Und die Antwort ist eine ganz einfache. Wisst ihr warum, dass sie die OCG jetzt angreifen? Weil die OCG ist die Hauptträgerin von AZK, von KlarTV, von S&G und allem, was ihr so von uns bekommt. Das ist die OCG, die das trägt. Seht ihr, um so eine Bewegung fertig zu machen, ist es am besten, wenn man diese Bewegung verunglimpft, sprich man nimmt ihren Gründer, das bin ich jetzt in diesem Fall, und macht aus ihm möglichst einen grässlichen Papst oder irgendeinen Sektenboss, irgendeinen Führer. Oder ich zeige euch jetzt mal, was dem Hugo wieder in den Sinn gekommen ist. Unser aller Hugo hat wieder zugeschlagen, zusammen mit ORF, da hast du ihn. Hören wir mal kurz rein, wie er das so macht, ja? Sasek sieht sich als Apostel und er sagt, eigentlich gäbe es noch mehr Apostel, aber im Moment sei er der einzig lebendige Apostel und er sieht sich als der einzig wahre religiöse Führer, der die Menschheit jetzt vor der Apokalypse ins Heil führen kann. Man könnte ihren ganzen Tag füllen mit solchen Aussprüchen. Aber seht ihr, das wirkt immer noch beim Volk. Sasek sieht sich als Apostel, ja. Und er sagt, ich bin der Einzige und außer ihm gibt es keinen. Jetzt darf ich mal fragen, ob das je irgendjemand hier drin gehört. Gut, also wäre das schon mal geklärt. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wie ich mich sehe, geht niemand was an. Die Frage ist, habe ich je sowas gesagt oder habe ich mich zu Schulden kommen lassen? Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wenn ihr meine alten Predigten hört, dann werdet ihr sehen, wie oft ich schon in der Grundlegung dagegen gewettert habe, dass Leute sich Apostel und Propheten nennen, herumgehen mit ihren Titeln und sich brüsten und was weiß ich was, die Leute versuchen zu beeindrucken. Das war meine ständige Predigt. Ich habe immer gesagt, wir müssen einander erkennen an dem, was wir tun, an unseren Werken, nicht an unseren Titeln, oder? Versteht ihr? Also ich habe nie in meinem Leben irgendeinen Satz vom Stapel gegeben und da kommt's, oder? Also die Leute wissen, wie sie dich am schmerzhaftesten Punkt treffen, nämlich das, was mir eine Ehre ist oder eine Unehre, da treffen die immer richtig rein. Aber die Leute studieren manchmal nicht, darum muss man ein bisschen nachhelfen ab und zu. Ich sage mir, wenn ich der einzige Apostel bin, Apostel bedeutet ja eigentlich nichts anderes als Gesandt. Ja, was machen denn die zum Beispiel nur schon diese 70 AZK-Referenten hier? Versteht ihr das? Wenn ich ein Sektenboss bin, was machen denn diese 70 Leute aus allen Hintergründen? Da waren Linke dabei, da waren andere Religionen dabei, da war ja alles Kreti und Pleti aus Religion, Wissenschaft nenne was du willst. Was mache ich denn mit diesen 70 Leuten? Was sind denn die Hunderten von Menschen, die KlarTV stellen, die hier die Sendungen machen und produzieren oder S&G produzieren? So weit studieren diese Menschen gar nicht, dass das überhaupt nicht zusammenpasst, versteht ihr? Also ich habe es im coolsten Fall habe ich erlebt, dass ich in ein Verhör genommen wurde und mich zwei Parteien angriffen oder eine Partei angriff, zwei aus derselben Partei, schreibt mich einer an, Sasek, du bindest alle an dich
Und der andere hat gar nicht recht hingehört, was der eben gesagt hat. Er hat gesagt, Sasek, du stößt alle von dir. Da habe ich gesagt, möchtet ihr euch einmal einig werden, was ich jetzt tue? Stoße ich jetzt die Leute ab oder binde ich die Leute an mich? Seht ihr aber, um zum Punkt zurückzukehren, es geht diesen Zensurmaschinen nur darum, zu verunglimpfen, alles aus dem Zusammenhang herauszureißen, möglichst Dreck zu schmeißen, dass die Leute denken, oh, Finger weg von diesem Sektenboss, Finger weg von diesem religiös-fanatischen. Und da erwischen sie natürlich sehr viele Menschen damit, vor allem die Menschen, die nicht denken gelernt haben, die noch nicht so weit sind, dass sie die Dinge einmal selber erkunden und mal die Gegenstimmen sich halt anhören. Seht ihr, das gehört immer noch zu meiner Erläuterung, warum braucht es AZK? Genau deshalb, weil solche Schwätzer etwas in die Luft setzen, Millionen hören das und verbreiten das wieder. Und wenn du das gegendarstellst, das erklärst, dann setzen sie gleich noch eins oben drauf und zensieren, was du gesagt hast. Und so werden ganze Völker verhetzt. Also über Völkerverhetzung kann ich dir ein Liedchen singen, weil ich das gegen mich seit Jahrzehnten live erlebe. Aber seht ihr, wir sind immer noch hier und das ist doch schön, oder? Wir machen einfach weiter, oder? Also jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, was muss man denn tun, um solche Mächte zu besiegen, um diese Matrix zu durchbrechen? Es muss doch möglich sein, hier zur Oberhand zu kommen. Dass es grundsätzlich möglich ist, der erste Beweis siehst du hier drin, mit dieser Halle, mit dieser gefüllten, mit den Übertragungen in die anderen Länder, mit all dem, was wir schon auf die Beine gestellt haben. Ich werde von denselben Mächten aufs Ärgste verfolgt, schon seit meine Kinder noch eine kleine Orgelpfeife waren. Also wir hatten noch nichts hinter uns. Wir waren noch keine 100 Leute. Also wir waren noch kaum 30 Leute, ging das schon los. Und du siehst, man kann es überwinden an der Tatsache, dass wir heute noch hier sind und all das auf die Beine gestellt haben, gegen den Wind, gegen die Wellen, gegen all das, was sie gegen uns ins Feld führen, gegen sämtliche Massenmedien. So weit sind wir schon mal gekommen. Und ich sage, wir kommen noch weiter. Wir kommen noch weiter, das verspreche ich dir. Aber mir ist wichtig zu erklären, was in unserem Herzen ist. Vorsatz und Tat, Vorsatz und Wirklichkeit sind manchmal verschiedene Dinge. Ja? Es gibt Leute, die haben himmelhohe Tugenden und gleichzeitig abgrundtiefe Laster. Und wir bemühen uns, das, was wir sagen, auch zu tun. Also, dass wir nicht gespaltene Wesen sind, nicht geteilte Wesen, die Hü sagen und gleichzeitig Hot machen, oder? Also mir ist wichtig zu erwähnen, wie man sie zuerst nicht überwindet, diese Mächte. Wir haben uns fest entschlossen, schon von Urbeginn, ohne Waffengewalt, weil das geht nicht. Sie haben die stärkeren Waffen, sie werden immer die noch stärkeren Waffen haben. Schau dir die gestrige Sendung an von KlarTV, dann siehst du, welche neuen Waffengattungen auf dem Markt sind. Wir werden das nie mit Waffengewalt schaffen. Ihre Waffen sind so krass, so drastisch. Was jetzt auf den Markt kommt, das ist so unglaublich, da unternimmst du alles, aber nur keine Waffen, nur keine Waffen. Das haben wir verloren zum Vornherein, nicht menschliche Waffen. Ja. Ich sage, auch Petitionen werden uns nichts bringen. Ich weiß, das entmutigt jetzt, aber du musst einfach wissen, eine Petition ist das ideale Mittel, Freund und Feind schön voneinander zu sortieren. Wenn du wissen willst, wer ist alles gegen mich, brauchst du nur eine Petition starten, hast du alle Namen sortiert, musst das noch nicht mal selber sammeln, oder? Getan wird aber in aller Regel gar nichts, oder? Weil das sind eben diese Machtmittel von Menschen, die ihre Macht missbrauchen. Das ist gar nicht für uns Petition, die sind für sie, um diese Übersicht zu bekommen, um die Köpfe schneller ausschalten, leichter ausschalten zu können, die das Ganze anzetteln. Weil es ist immer sehr entscheidend, dass bei der Petition steht, wer führt sie an und wer macht da alles mit. Also ich möchte niemandem den Mut nehmen, es mag geben, ich unterschreibe auch immer wieder Petitionen, aber auch aus dem schlichten Grund, ich habe nichts mehr zu verlieren, mein Name ist schon ruiniert, oder? Und so heißt es ja auch bei Predigen, ist der Ruf erst ruiniert, predigt sich's ganz ungeniert. Und so ist es auch mit Petitionen, oder? Aber ich setze auch nicht auf Demonstrationen. Ich habe nichts dagegen, wenn Demonstrationen veranstaltet werden. Aber ihr seht ja, was ich vor Jahrzehnten bald schon vorausgesagt habe, es geschieht immer mehr. Demonstrationen sind das Mittel dieser Mächte, um ihre Macht auszubauen. Weil ihr Plan ist das Chaos. Und wenn du eine Demonstration machst,
geschieht immer mehr das, was ich immer gesagt habe. Kommt der schwarze Block, stimmt das? Kommt der schwarze Block, du stehst hier mit den Mütterchen, den Väterchen, den Kinderwagen und hältst deine Tafel hin und sagst, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, ist alles gut und recht und es ist deine Pflicht, es ist der Souverän, der hier spricht. Aber dann kommt der schwarze Block, beginnt das Ganze zu verwüsten, anzugreifen. Die Kameraleute sind auf den Moment gerichtet, wo irgendeiner dieser harmlosen Väter oder Mütter einen Fehler macht, ausrastet oder sogar sich nur wehrt gegen so einen schwarzen Blockangreifer. Und das kommt dann in der Presse, weil der schwarze Block ist gekauft. Wir haben das mit Klar-TV-Sendungen bewiesen. Der schwarze Block wird mit unseren Steuergeldern finanziert. Und das ist ein Plan, versteht ihr? Das ist ein Plan. Das geht definitiv nicht, oder? Also ich setze meine Hoffnung nicht auf Demonstrationen. Ich erkläre dir nur, was meine Meinung ist. Du darfst immer alles anders machen. Eben, ich bin nicht ein Sektenboss, ich befehle dir nichts. Ich sage dir nur, wie ich es im Sinne habe und warum. Du kannst es nachahmen, mitgehen oder selber anders machen, wie du willst. Die Ernte werden wir so oder so miteinander ausbaden. Ja? Gut, also ich sage, Demonstrationen zunehmend führen in ein Chaos und das Chaos, das steht in ihrem Management, Chaos ist ihr System. Durch Chaos gibt es ein Recht einzugreifen. Heißt es, es entgleist, wir müssen hier für Ordnung schauen und dann kann man neue Gesetze erlassen. Jede Form von Chaos ist eine ideale Grundlage, um neue Gesetze, neue Machtmittel auszubauen und das machen sie fortwährend. Also wie dann, wie kann man diese Mächte überwinden? Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir sie durchs Wort überwinden. Versteht ihr? Das Wort ist die absolute Macht, die wir Menschen haben, weil wenn wir sprechen zueinander, wenn wir einander die Herzen gewinnen, kommt die Wirkung von innen, der Sieg kommt von innen. Du kannst Feinde zu Freunden machen, indem du das richtige Wort an sie bringst, dass das Wort die Wucht bekommt, die Macht bekommt, ihr Herz zu verändern. Das ist der beste Krieg, den wir führen können, der Krieg in der Wahrheit, dass wir mit der Wirklichkeit, mit der Wahrheit operieren. Weil der Mensch, jeder Mensch hat ein Sensorium für die Wahrheit. Und wenn sie ihn trifft, er kann noch so verschroben sein, seine Stunde schlägt irgendwann, wo er es merkt, da lang geht's. Er braucht nur selber eine genügende Krise, dass er das empfangen kann. Und diese Krise, glaube ich, dafür schaut der Himmel, die kommt immer mehr über die Menschen. Auch wenn sie jetzt noch andere Ideen haben, irgendwann ist die Menschheit so erschüttert, dass sie die Wahrheit wieder begehrt. Und die Wahrheit muss aus deinem Mund kommen, muss aus meinem Mund kommen. Darum ist Aufklärungsarbeit so wichtig, darum ist AZK so wichtig. Wir müssen die Dinge hören und dann wirken sie an uns und verändern uns. Das Wort verändert uns. Auch S&G machen wir das, möglichst handexpress. Ich habe das bei der Gründung der S&G erklärt, warum wir die S&G machen. Ich habe gesagt, die Zensur wird übers Internet kommen und dann wird das aus sein mit dieser großen Masche. Wir müssen von Hand zu Hand, von Mund zu Mund, von Hand zu Hand die Informationen, ein Informationsnetz aufbauen. Erinnert ihr euch? Ich wurde damals ausgelacht von vielen Aufklärern. Ja, das kommt nie, stell dir vor, es sind soziale Medien und so weiter. Hier hast du es. Was ich jetzt gesagt habe, ist nur ein kleiner Ausschnitt davon. Es ist noch viel schlimmer, das kann man nicht an einem Tag erklären, oder? Und so überwindet die Wahrheit die Information auch dann noch, wenn der Schalter gedreht wird, wenn diese neuen Mediengesetze all diese freien Sender zerstören. Ich habe S&G gegründet, damit wir weiter existieren, auch wenn Klar-TV allenfalls irgendwann fallen sollte in diesem Krieg. Also möglichst Mund-zu-Mund-Propaganda. Mir ist wichtig, dass bei der Überwindung dieser Matrix, bei diesem Biest, das hier wirkt, dass wir möglichst unverbittert diesen Kampf kämpfen. Möglichst mit Kunst, mit Humor durchsetzt. Versteht ihr, man kann krank werden. Wenn ich so eine Woche lang Klar-TV-Sendungen produziert habe oder S&G oder was weiß ich, dann bin ich manchmal fast depressiv Ende Woche. Dann schlägt es mir so ins Gemüt. Und darum habe ich gemerkt, je mehr ich belastet wäre in meiner Seele, in meinem Gemüt, desto mehr neige ich dazu, scharf zu werden, allzu direkt zu werden oder Druck aufzusetzen, dass es von einer falschen Linie kommt, dass es schon fast wieder irre wirkt, fast schon gestört, wenn man diese Weckrufe macht. Wir versuchen immer mehr, die Fassung zu behalten, obgleich das ist nicht einfach, glaube ich, wenn man diese Dinge sieht und kennt und weiß, die wir wissen und ständig zu hören kriegen, dann ist das nicht leicht, die Fassung zu behalten. Und glaube ich, das, was du von uns hörst, ist immer nur ein kleiner Teil von dem, was wir verarbeiten müssen. Es ist nur die Crème de la Crème. Wir haben tausend Dinge mehr
durch uns durchgehen lassen, bevor wir die Auswahl getroffen haben für diese Dinge, die du dann von uns hörst. Also das ist nicht einfach und darum glaube ich, wenn wir erfolgreich überwinden wollen, die Wahrheit durchsetzen wollen, müssen wir lernen, die Wahrheit, die Wirklichkeit einerseits Ross und Reiter zu nennen, klar auf den Punkt zu bringen, aber dann doch immer wieder auch mit Humor zu durchsetzen, dass wir einerseits selber nicht die Fassung verlieren und du wirst sehen, dass die Leute die Wahrheit viel leichter aufnehmen können, wenn du das so machst. Ich warne einfach vor Bürgerkriegen, alles was zu scharf wird, alles was zu viel Druck aufsetzt, führt zum Chaos, führt zu Bürgerkriegen, führt zu Aufständen. Wir müssen die Leute von innen total durch und durch gewinnen. Und ich sage, mit Beigaben von Humor und solchen Dingen gelingt uns das am allermeisten. Wir konnten die Probe machen, ich habe mal einen Versuch gestartet. Im letzten Urlaub mit meiner Familie haben wir einfach mal einen Nachmittag genommen, haben einen kleinen Clip gedreht mit genau so einer kleinen Kamera, ohne Einleuchten, ohne großen Ton, ohne irgendwas. Und haben mal kurz was gemacht. Ich zeige euch das kurz hier, weil viele hier den kein Internet haben oder viele das einfach schlicht noch nicht gesehen haben. Und die Rückmeldungen sind einfach nur krass. Du merkst, mitten in der größten Medienschlacht, die wir vielleicht je hatten, wo Millionen aufgehetzt sind, kommen sie mit Millionen Klicks zu uns. Also nur zu sagen, wir hatten allein im letzten Monat 42 Millionen Klicks, oder? Ja. Und ich hätte stundenlange Gegendarstellungen machen können zu diesen haarsträubenden Verleumdungen, wie sie wieder ausgegangen sind, wie du es gesehen hast. Das war nur ein ganz kleiner Klacks davon. Aber ich habe mich entschieden, mal was anderes auszuprobieren. Das hat 100% funktioniert. Lass uns mal kurz reinschauen. Der Ton ist sehr schlecht, müsst vielleicht mehr lesen als hören. Das haben wir kurz am Nachmittag mal produziert und dann das auf KlarTV gebracht. Sasse, der Schreckliche. Der Familienrat. Es kursiert das irrige Gerücht, dass wir ohne Papas vorgekaute Meinung keinerlei eigene Meinung besitzen würden. Was können wir dagegen tun? Da mache ich auf den Vorwurf, ihr seid allzu sehr fixiert auf mich. Sklavisch. Nimm ein Taschentuch. Zumindest die Vorwürfe, wenn unsere Kinder mit der Ruhe züchtigen, sollte man mal etwas dagegen unternehmen. Ich muss einfach mal beten, was man gegen diese mühsamen Gerüchte machen kann. Ich wollte es nur mal als Beispiel sagen für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Das hatte mehr Wirkung als vielleicht 100 Aufklärungssendungen. Wir haben einen Stapel Zusendungen bekommen. Für mich ist völlig klar, ein Sektenführer könnte sowas nicht tun. Die können ja noch nicht mal lachen, oder? Also seht ihr, wie überwindet man diese Matrix? Ich denke, das ist ein Element, das dazugehört, dass wir locker bleiben, dass wir an den Sieg glauben. Und dass wir halt die Wahrheiten immer wieder so verpacken, dass sie auf eine andere, bessere Weise rüberkommen. Jetzt als letztes möchte ich euch aber zeigen, unsere neueste Waffen gegen diese destruktiven Medienübermächte,
Das haben wir jetzt frisch gegründet. Ich sage das nur, weil hier wieder ein anderes Publikum ist als in KlarTV. KlarTV haben wir es mitten in die Medienschlacht eingebaut. Also wir hatten diese neue geistliche Waffe, wenn ich so will, hatten wir schon bereit. Das war unser Abwehrschild. Wir reden immer von geistlichen Abwehrschilden. Mit dieser Sendung waren wir bereit, als die Medien angriffen. Und das haben Millionen wahrscheinlich schon gesehen. Und unsere neueste Waffe gegen diese destruktive Medienüberwalt heißt Vetopedia. Und Vetopedia, das haben wir frisch gegründet. Hier siehst du, was das ist. Und so glauben wir, dass die Überwindung Schritt für Schritt fortschreitet. Systemmedien verweigern kategorisch ihre Gegendarstellungspflicht. Doch die Zeit der Machtlosigkeit ist vorbei. Vetopedia, die freie Enzyklopädie der Gegenstimmen. Kein vergebliches Warten mehr. Medienverleumdungen bloßgestellt. Nur noch hier sucht man ihre Richtigstellungen aus erster Hand. Gegendarstellungen direkt und unzensiert. Jetzt auf www.vetopedia.org. Vetopedia, die freie Enzyklopädie der Gegenstimmen. Wer zu Unrecht ins Visier der Massenmedien gerät, womöglich Opfer falscher Behauptungen, Lügen, Beschuldigungen usw. so wird, hat ein gesetzlich garantiertes Recht auf Gegendarstellung. Doch dies leider nur in der nackten Theorie. Praktische Erfahrungen zahlloser Medienopfer beweisen, dass dieses verbriefte Recht nur in den allerseltensten Fällen greift. Tausende stehen daher jährlich mit ihren vergeblich erarbeiteten Gegendarstellungen, Einsprüchen, Erklärungen usw. völlig allein und isoliert da. Auch wiederholte Versuche, den verweigerten Gegendarstellungen Gehör zu verschaffen, scheitern allzu oft. Staatsanwaltschaften und Gerichte greifen nur ein, wenn die Medienopfer Anzeige erstatten und sich auf den langen und teuren Weg des Rechtsstreites begeben. In seltenen Fällen wird ihnen sogar Recht verschafft, doch leider immer zu spät, weil öffentlich geschehene Verunglimpfungen im langen Nachhinein auch nichts wiedergutmachen können. Und hier kommt Vetopedia ins Spiel. Um von allem Anfang an nicht allein auf die Gunstinteresse befangener Massenmedien angewiesen zu sein, bietet Vetopedia die ultimativ neutrale Gegendarstellungsplattform für jedermann. Die auf Vetopedia veröffentlichten Doppel der Gegendarstellungen haben nachweisenden und kontrollierenden Charakter. Schon am gleichen Tag kann jedermann Einsicht in das nehmen, was tatsächlich berichtigend geschrieben und korrigiert wurde. Es kann aber auch jeder Interessierte objektiv vergleichen, in welcher Art und in welchem Umfang die Massenmedien mit eingegangenen Reklamationen und Gegendarstellungen verfahren, beziehungsweise diese allenfalls zensieren, verfälschen und so weiter. Vetopedia konzentriert sich als neutrale Plattform ausschließlich auf Einsprüche und Gegendarstellungen in Bezug auf Veröffentlichungen in den Massenmedien. Vetopedia ist somit keine Plattform für rein private, zwischenmenschliche Differenzen oder Belange. Vetopedia funktioniert alphabetisch nach Namen. Man gibt seine Gegendarstellung unter seinem Namen ein und versieht sie mit dem Eingabedatum. Fertig. In Vetopedia dürfen keine gesetzeswidrigen Inhalte veröffentlicht werden. Jeder Schreiber trägt die alleinige Verantwortung für das von ihm Veröffentlichte. Es gibt von Seiten der Vetopedia-Anbieter keine Verantwortung tragende Instanz. Vetopedia dient einzig sowohl der Sicherung unverfälschter Berichterstattung in der Öffentlichkeit als auch der praktischen Verwirklichung des gesetzlich verankerten Gegendarstellungsrechts. Nun liegt es einzig noch an der ausreichenden Verbreitung und Bekanntmachung von Vetopedia. Verbreiten Sie mit, damit das Unrecht nicht weiter floriert. Jetzt auf www.vetopedia.org. Das ist die Weise, wie man diese gesamten Medien umschiffen kann, dass man das Volk gewinnt, um ihre Gegendarstellung gar nicht mehr erst zu den Zeitungen oder Fernsehen und so weiter, Radios zu bringen. Man kann das immer noch machen, man kann es verfassen für sie. Aber man kann die Gegendarstellung gerade direkt in Vetopedia eingeben, dass die Menschen wissen mit der Zeit, so wie bei Wikipedia, du gehst zu Vetopedia, wenn du wissen willst, was haben die Medien wieder Neues verbrochen. Es geht nur um Dinge, die in den Medien falsch berichtet wurden. Also nur falsch Medienberichterstattung, also kann nicht jeder Ehestreiter die Gegenstimme reinhängen, sondern nur, was ist die Gegenstimme zu Medienverleumdungen. Und die füttern wir jetzt diese Maschine Vetopedia.
um sie auszuhebeln, dass man nicht mehr auf die Gunst derer angewiesen ist, die ja selber total interessenbefangen sind, und zwar bis zum höchsten Presseräten hoch. Da können wir aushebeln komplett. Da haben wir begonnen, viele Einträge sind schon drin, wir sammeln sie. Und ich kann abschließen, nur bitten, arbeitet hier mit, helft uns, Wettopädie zu füllen. Geht hin zu allen, von denen ihr wisst, dass sie in den Medien verunglimpft wurden, sagen, bring uns deine Gegendarstellung, wir bringen sie ungekürzt hier in Wettopädie. Und die ganze Welt muss wissen, dort schaut man die Gegenstimme, dass das andere völlig ausgeblendet wird. Und das muss auch Bestand haben, wenn alles andere nicht mehr funktioniert, wenn keine Kanäle mehr da sind. So müssen wir die Aufklärung forttreiben und damit die Medienlügen und Lügenmedien ihrer Untaten überführen. So, hier schließe ich meinen Bericht. Ich danke fürs Auf- und Mitarbeiten, Aufmerksamkeit. Ich bitte, arbeitet wirklich mit, verbreitet diese Dinge, denn diese Medien bilden die Füße dieses Kolosses, dieses Zensurmonsters. Und wenn wir diese Füße zertrümmern, dann fällt das ganze Monster, das ganze Bild zusammen, das ganze Standbild, nennen wir es manchmal. Und da braucht es uns alle, ja. Die Verbreitung, die Bekanntmachung, das liegt in unserer Hand. Wir können uns daran beteiligen. Das waren einige Vorschläge von mir, wie das geht.